Ich kündige. Sofort. Ist dir die Arbeit am Empfang ein bisschen zu anspruchsvoll? Tanja, glaub doch, was du willst. Für dich bin ich doch sowieso nur ein junges, dummes Ding aus gutem Hause. Es gibt härtere Schicksale. Und wenn du mir noch tausendmal sagst, ich hätte kein Talent. Ich werde es schaffen. Du bist also meine Tochter. Du bist also meine Tochter. Die können so viel sagen und alles erklären. Sie ist frisch operiert. Braucht ihre Ruhe. Tut mir leid, ich dachte nur, meine Kleine, ich hoffe, du hast nicht so viel Schmerzen. Hm? Ist was mit Christina? Sie hat einiges durchgemacht. Sie geht sehr sensibel. Auf jede Störung. Dann gehe ich mal lieber. Mach's gut, Sebastian. Oh, das sieht nach erfolgreicher Shoppingtour aus. Neue Schuhe? Noch besser. Ein neues Leben. Wo kann man das denn kaufen? Ich habe gekündigt. Du hast was? Du hast mir selbst geraten, meine Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Ja, aber das sollte doch nicht heißen, dass du alles gleich Holter die Polter über den Haufen wirfst. Ich werfe doch nichts über den Haufen. Ich finde einfach nur nicht, dass diese Arbeit mich hier weiterbringt. Ja, und jetzt, was wird jetzt? Ich werde weiter studieren. Ja, das ist eine gute Idee, aber hattest du nicht auch gute Gründe, dein Studium abzubrechen? Ja, und jetzt habe ich eben gute Gründe, es wieder aufzunehmen. Rebecca, entschuldige. Aber das klingt für mich alles sehr kopflos. Elisabeth, mein Entschluss steht fest. Daran kann auch niemand mehr was ändern. Morgen kommt die Müllabfuhr. Achten Sie bitte darauf, dass alles rechtzeitig vors Tor gestellt wird. Die sind häufig zu früh dran. Das steht schon auf meinem Tagesplan. War's das? Ja, für heute schon. Abend. Ihnen auch. Ich meine, schönen Abend. Mhm. Oh, endlich. So schlimm? Mhm. Was ist es denn? Hm? Na, dass Leonard jetzt in Boston ist, das macht mir ganz schön zu schaffen. Du vermisst ihn, ne? Ja, dabei ist er erst seit ein paar Stunden weg. Das kann ich aber gut verstehen. Filmreif, Schwesterchen, wirklich. Trotzdem gut, dass du hier die Gelegenheit nutzt zum Üben. Neidisch. Deine Affäre mit dem Personal, ich muss das sehr bitten. Deswegen bin ich auch gar nicht hier. Frau Mann, haben Sie dafür gesorgt, dass mein neuer Anzug aus der Schneiderei abgeholt wird? Ihr Anzug? Nein, noch nicht, Graf Landstein. So, ich hatte Ihnen doch gesagt, wie wichtig der für mich ist. Seltsam auch, dass ich mir so etwas schon irgendwie gedacht habe. Ansgar, was soll das werden? Ich werde mich gleich drum kümmern. Ja. Das war wirklich ganz reizend von Ihnen. Bei der Gelegenheit können Sie ja vielleicht noch eine Kiste meiner Lieblingszigarren kaufen lassen und in die Holding bringen. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich nur, wenn meine Schwester Ihnen etwas Gelegenheit dazu lässt. Mist. Wie konnte mir das so passieren? Matthias, was machst du denn da? Ich wollte nur schnell die Wäsche zusammenlegen. Ja, klar, ist ja auch die richtige Zeit.
Was man eben so tut, wenn man nicht schlafen kann. Wegen Christina? Ich war gerade noch mal bei ihr. Sie schlummert selig und bald ist sie auch wieder gesund. Danke dir. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Das ist es nicht. Nicht nur. Weißt du, seit diesem Unfall ist mir ein weiteres Mal klar geworden, wie viel mir die Kleine bedeutet. Ja, na klar, du bist ihr Vater. Und was, wenn Sebastian sie mir wegnimmt? Unsinn, ey. Er ist vielleicht ihr biologischer Vater, aber für Christina bist du es. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Sebastian hat überhaupt keinen Bezug zu der Kleinen. Noch nicht. Hast du nicht gesehen, wie er mit ihr gesprochen, wie er sie angesehen hat? Warum sollte Sebastian Christina plötzlich aus ihrer Familie reißen wollen? Er hat im Moment ganz andere Sorgen. Hoffentlich. What if there was no light? Nothing wrong, nothing wrong. Ich wollte mir nur ein Buch holen. Kein Problem. What if there was no time? Hast du was von ihr gehört? Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun. Du musst doch erst mal mit der neuen Situation klarkommen. Will ich das denn überhaupt? Du hast Verantwortung für Christina, ob du willst oder nicht. Also, ja. Wie geht's ihr denn? Gut, haben Sie vorhin gesehen. Du wirst bestimmt mit Matthias eine Vereinbarung finden, die für euch beide akzeptabel ist. Was meinst du mit Vereinbarung? Ich stelle mir das nicht leicht vor, das eigene Kind von jemand anderem großziehen zu lassen. Die Brandners sind ihre Familie und so bleibt's auch. Und was ist mit dir? Ich will nur Lydia zurück. Ach, und Konstantin, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja, ciao. Hey, hey. Judith! Hey. Kommst genau richtig. Hey! Wofür denn? Zum Anstoßen. Auf mein neues Leben. Was für ein neues Leben? Ja, Rebecca will wieder studieren. Echt? Wann denn und wo denn? Also so bald wie möglich und ich dachte an meine alten Hochschule. Werde mich da schon wieder nehmen. Das heißt, du hast dich noch gar nicht wieder eingeschrieben? Ne? Warum? Ja, weil die Immatrikulationsfrist für das Wintersemester gerade abgelaufen ist. Oh. Wirklich, ja, dann warte ich halt bis zum Sommersemester. Und was machst du bis dahin? Das überlege ich mir noch. Jetzt lasst uns endlich anstoßen. Ja, dann Dankeschön auf den künftigen Star am Modehimmel. Ja. Oh. Apropos Mode. Aus unserer kleinen Shoppingtour morgen wird leider nichts. Was? Warum das denn? Ich muss ins Krankenhaus zur Nachuntersuchung. Mensch, und dabei könnte ich so dringend neue Klamotten gebrauchen. Hey, verrückte Idee. Wir könnten doch zusammen gehen. Ich meine, ich habe erst genügend Zeit. Ja, stimmt. Okay, super. Auf das Einkaufen und die Mode. Ja, darauf. Auf das Einkaufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich schon. Komm. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, herrje. Du hast auch schon beim Essen Händchen gehalten? Auch wenn es dir nicht passt. Stella wird ab jetzt öfter mit uns essen. Hm? Tja. Dann herzlich willkommen. Danke, Gräfin Landstein. Gräfin? Tja, wer von euch beiden bediente nun wen? Magst du auch Lachs? Frau Mann. Ja, was gibt es, Justus? Ich benötige Ihre Anweisung für eine etwas ungewöhnliche Lieferung. Das hat sich jetzt halt bis später. Nein, ich kümmere mich lieber gleich drum. Ja, Carla, möchtest du nicht vielleicht mitgehen, wo ihr doch jetzt immer im Doppelpack auftretet?
Verständnis ist geklärt. Die 2 Zentner Hafer sind natürlich nicht für die Küche, sondern für den Stall bestimmt. Siehst du, habe ich doch gesagt. Wo soll ich das denn wissen? Gott sei Dank. Ich hatte schon gedacht, unsere Herrschaften sind einen neuen Splen. Ich müsste da den Herd ausbaden. Ich sehe es vor mir. Graf Landstein, der mit seinen langen Zähnen den Haferbrei zu sich nimmt. Machen Sie ruhig weiter. Ich will Ihre Pause nicht stören. Ich muss an der Arbeit. Möchten Sie vielleicht auch einen Kaffee? Wenn es keine Umstände macht, gern. Hilfst du mir mal mit den Säcken? Ja, klar. Sie entschuldigen mich bitte. Ich habe zu tun. Trotzdem schön, dass du vorbeischaust. Ja, trotzdem ist gut. Hm. Hallo, hier ist Lydia. Leider nur die Mailbox. Hi. Ein Espresso, bitte. Hat sich Lydia gemeldet? Nein, noch nicht. Machst du dir keine Sorgen? Das ist ja wohl meine Sache. Falls du meine Unterstützung brauchst wegen Christina und im Krankenhaus mal was nicht rund läuft wegen der Ärzte. Vielen Dank, aber ich kann durchaus für das Wohl meiner Tochter selber sorgen. Ich wollte meine Hilfe anbieten. Kümmer du dich um deine eigenen Angelegenheiten. Da hast du jede Menge zu tun. Die kurze Jacke aus Chakar, die würde doch super zu meinen neuen Schuhen passen. Ich hoffe, ich bald wieder tragen kann. Dazu brauchst du dann aber auch noch die Handschuhe. Ja, und diesen Schal, weil der war echt wunderschön. Das ist mir noch nie passiert. Tipps? Hast du vielleicht den Preis der Jacke eingegeben? Bestätigung. Nimm es als Wink des Schicksals. Du hast heute schon genug ausgegeben. Genug? Ist nicht genug. Der Spaß fängt doch gerade erst an. Du willst also wirklich noch den anderen Mantel schießen? Okay, warte mal, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Also 2, 9, 7, 5. Bestätigen. Man darf gar nicht so lange über die Geheimzahl nachdenken, sonst ist er weg. Ja, das wäre mal ein praktisches Tattoo für dich. Was heißt denn? Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Meine Karte? Hat da jemand sein Dispo überzogen? Hallo? Können Sie mir vielleicht helfen? Oh.
Carla. Was denn, soll ich gehen? Nein, natürlich nicht. Es ist nur so schwierig. Für mich doch auch. Ich bin eine Bedienstete, deine Angestellte. Alle beobachten mich, deine Familie, das Personal. Ich fühle mich ständig wie zwischen den Stühlen. Dann setz dich doch wenigstens zu mir aufs Sofa. Versuche ich es nochmal. Ob du mich rumkriegst? Du kannst mich natürlich auch verführen. Und was ist, wenn jemand reinkommt? Jetzt kommt keiner. Die sind alle unterwegs. Ist das denn ernst? Mhm. Ich habe jedem eine schöne Aufgabe zugeteilt. Und habe sie ganz weit weggeschickt, in die entlegensten Winkel unseres Schlosses. Du denkst ja nur an eins. Ah, an eine. Also das Teil hast du mir aufgeschwatzt. Nein, die Bank vor Ort konnte mir nicht die Karte weitergeben, deswegen rufe ich ja auch an. Rebecca? Ja, mitten in meinen geschäftlichen Besorgungen. Nein, so lange kann ich mich nicht gedulden. Ja, sie behindern meine Arbeit, ich bin Modedesignerin. Was soll das heißen? Und wie viel? Das kann doch nicht sein. Was ist mit dem Dispo? Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Ja. Ja. Okay, auf Wiederhören. Was sagt ihr dann? Das glaube ich einfach nicht. Was denn? Ich bin pleite. Ich bin pleite. Hey. Komm. Hier ist niemand. Ich habe sie wahrscheinlich nicht weit genug weggeschickt. Siehst du, das meine ich. Hier sind wir nirgendwo ungestört. Ich wüsste deinen Ort. Ja, mit oder ohne Publikum? Oh, je nachdem, wonach dir ist, aber wie wäre es mit meiner Suite? Gar nichts, weil ich dich nämlich jetzt aus diesem verhexten Schloss entführen werde. Dorthin, wo wir völlig ungestört sind. Schon zurück? Wegen Christina. Hat mir keine Ruhe gelassen. Der geht's gut. Sie hat ordentlich getrunken, Bäuerchen gemacht und jetzt liegt sie ganz friedlich in der Wiege. Weißt du, wen ich gerade getroffen habe? Ansgar. Nein. Sebastian. Und? Du musst ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat mir rotzfrech ins Gesicht gesagt, ich würde mich nicht genügend um Christina kümmern. Passt eigentlich gar nicht zu ihm. Ja, aber so ungefähr. Wenn es mal in der Klinik nicht rund läuft, als kämen wir ohne seine Beziehung und ohne seine Kohle nicht klar. Hat er denn irgendwelche Forderungen gestellt? Nein. Ja, siehst du? Sebastian weiß, dass Christina bereits eine Familie hat, und zwar die beste, die man sich vorstellen kann. Und das würde er niemals in Frage stellen, schon wegen Lydia. Ah, der frisch gebackene Vater. Was soll das? Ich dachte, ich könnte mich vielleicht als Patenonkel anbieten. Ich denke nicht, dass das Herrn Brandner gefallen würde. So, was hat denn der damit zu reden? Er ist der Vater. Also den Genen nach ist die kleine Christina ja wohl eher eine von Lahnstein. Sehr witzig. Sebastian, du bist ihr Vater. Damit sind gewisse Verpflichtungen verbunden. Ob es dir passt oder nicht. Wie viel bist du in den Miesen? Sein, wenn sie mich nicht fänden. Ich bin ja selber schuld. Jetzt mach dich mal nicht verrückt. Wir werden für alles eine Lösung finden, okay? Und ich meine, immerhin hast du ein sicheres Dach über dem Kopf. Die werden dich auf dem Schloss bestimmt nicht so schnell rausschmeißen. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe keinen Job, kein Geld, kein Studienplatz, kein Plan vom Leben. Ich,
Ich habe noch nicht mal richtige Freunde. Hey, Unsinn! Wir lassen dich nicht allein. Was soll ich denn jetzt machen? Eins nach dem anderen. Jetzt bringst du erstmal diese Sachen da zurück. Wenn du willst, komme ich auch mit dir. Das würdest du für mich tun? Hey, ich bin dein Freund, natürlich. Danke. Oh, endlich allein. Ach so. Verstehe. Lass es klingeln. Wenigstens gucken wir es. Dein Bruder. Ja, Stella Mann? Wo stecken Sie? Ja, Graf Lahnstein. Ich bin gerade außer Haus. Ich warte noch immer auf meinen Anzug. Oder müssen Sie wieder meiner Schwester Gesellschaft leisten? Nein, ich bin gerade unterwegs zur Schneiderei. Es gab ein paar Probleme. Und deshalb hole ich den Anzug selbst ab. Ach, und die Zigarren wohl auch? Oder haben Sie die schon wieder vergessen? Zigarren? Nein, natürlich nicht. Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde. Wenn die Sachen dann nicht in meiner Suite sind, wird Ihnen auch das Techtelmechtel mit meiner Schwester nichts mehr nützen. Oh, Entschuldigung, habe ich dein Hemd versaut? Ist nicht so schlimm, ich habe mir ja Neues gekauft. Ach Mann, ey. Guck mal her. Hm? Ich glaube, die geht nicht weg. Die ist wasserfest. Ach. Am besten, ich setze deine neue Sonnenbrille auf. Nichts da, die geben wir auch zurück. Außerdem brauchst du dich nicht zu verstecken. Du siehst auch mit verlaufender Wimperntusche noch toll aus. Quatsch. Ach, Rebecca. Du bist eine tolle Frau. Schön, klug, interessant. Ob mit oder ohne Kohle, das ist total egal. Und eines Tages da wirst du sowieso die weltberühmteste Modedesignerin sein. Und die Typen, ey, die werden Schlange stehen bei dir. Wer weiß, ob du mich denn überhaupt noch kennst. Olli, ich werde dich immer kennen. So gefällst du mir schon viel besser, hm?